hier im Berufsinformationszentrum in Oberhausen und leite einen Workshop 3 Tage lang mit jungen Menschen. Also das Ziel ist, dass die jungen Kids, sage ich jetzt mal, motiviert werden. Am ersten Tag haben wir stark, wo liegt der Fokus, was ist meine Motivation, warum mache ich das Ganze überhaupt, wo gibt es innerlich Punkte, was mich motivieren kann. Das war so der Schwerpunkt am ersten Tag. Im zweiten Tag haben wir diese Schwerpunkte mit in die Rollenarbeit eingefügt. Und zwar haben wir viele Rollenspiele gemacht. Wir haben nochmal geguckt, Spontanität in der Sprache, dass man gerade in Situationen, wo es jetzt, ja, die jetzt zufällig passieren, wie reagiere ich dort? Bin ich da spontan genug? Was für Antworten kann ich haben? Habe ich immer noch dieses Selbstbewusstsein, was ich am Anfang habe? Ist das immer noch vorhanden, auch wenn jetzt kritische Fragen kommen, Fragen, mit denen ich überhaupt, überhaupt nicht gerechnet habe? Dann schon weiter. Wir hatten einen Termin. Einen Termin? Ja, ein Bewerbungsgespräch. Ich war direkt davon begeistert, weil wo hat man schon so eine Chance, eine Ausbildung zu kriegen oder auch hier diese ganzen Trainings mitzumachen. Das ist echt was sehr Schönes und man wird echt davon begeistert. Also man ist begeistert davon, was für Sachen man hier so lernen kann. Zu den Rollenspielen, also es macht auf jeden Fall Spaß mit dem netten Herrn dort drüben. Er bringt uns sehr viel bei, wie man sich in einem Bewerbungsgespräch verhalten sollte oder wie man allgemein sich in solchen Situationen auf der Arbeit verhalten sollte. Und auf jeden Fall, hier kann man eine Menge lernen. Macht Spaß. Ich bin Elke, weil seit über 25 Jahren betreibe ich Farb- und Stilberatung und bin Coach. Von den Themen her bezieht sich das zum einen natürlich auf das Äußere, um selbstbewusster zu werden, sich vorteilhaft auch zu kleiden. Als Coach betreibe ich Unterstützungen, Ermutigungen. Ich bin nicht dafür da, gute Ratschläge zu geben, sondern es geht darum, dass jeder Einzelne seinen Weg findet von dem, was er machen möchte. Heute haben wir den Workshop Business Knigge bei der Frau Weil. Wir lernen gerade, wie man sich zu verhalten hat bei einem Vorstellungsgespräch, wie man mit einem Vorgesetzten am Tisch sitzt, wie man redet, über welche Themen, was ein No-Go ist, wie man, über was man nicht reden sollte. Ich bin auf diesen Sommercamp gekommen, halt durch meine Berufsberaterin, die hat mich angemeldet, hat mir auch vorgeschlagen, hier vorbeizukommen, weil ich ein Praktikum gesucht habe. Dadurch bin ich auch jetzt hier gelandet. Heute ist sozusagen der letzte Tag der zweiten Woche. Das heißt, wir sind alle nochmal die Projektmitglieder, das heißt die von der Berufsberatung unterstützt haben im Rahmen dieses Projektes. Dann meine Wenigkeit und natürlich die Jugendlichen sind nochmal zusammengekommen, um nochmal Revue zu passieren, wie die Jugendlichen die 2 Wochen Sommercamp soweit empfunden haben. Die Jugendlichen haben gemeinsam mit den Berufsberaterinnen, mit zwei unseren Berufsberatern, Frau Thebeck und Frau Jacquet, gemeinsam Gerichte gekocht und sind jetzt dabei, sozusagen dann nochmal abschließendes. Das, was sie gekocht haben, zu essen und dann sich nochmal auszutauschen. Mein Berufsberater, der hat mir diese Information vor 3 Wochen gegeben, dass dieses Jahr dieses Sommercamp 2016 stattfindet. Und da habe ich gedacht, das wäre vielleicht eine gute Chance, auch einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Und da habe ich gesagt, ich würde gerne daran teilnehmen. Und hat er mir gesagt, wie die Chancen stehen, dass ich reinkomme. Und habe ich mich natürlich auch darüber gefreut, dass ich am nächsten Tag direkt Post bekommen habe, dass ich dieses Jahr angenommen wurde. Also ich habe ein Praktikum beim Steinmetz gemacht in Mülheim bei Steinmetzmeister. Und das war eigentlich richtig schön. Ich konnte sehr viel machen. Also wir haben aus so einem Stein soll ich jetzt eine Figur rausmachen. Und ich kann mir auch vorstellen, eine Ausbildung dazu machen.